Bitte warte nur ein Weilchen. Bald kommt Arman auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht der Hackefleisch aus dir. Wir sind in Hannover, im Jahr 1924. Der Kinderreim widmet sich Fritz Hamann, der in der damals von Armut und Not gezeichneten Altstadt sein Unwesen trieb. Serial Killers, Folge 5, Fritz Hamann. Die Polizei vernahm Hamann wegen der unheimlichen Mordserie, die ihm den Spitznamen »Der Schlechter von Hannover« einbrachte. Sie hatten ihn verhaftet, nachdem eine Mutter die Jacke ihres vermissten Jungen wiedererkannte. Ein Kommissar der Mordkommission schilderte Hamann die Indizienlage, die eindeutig gegen ihn sprach. Trotzdem wollte man unbedingt ein Geständnis von Hamann selbst. Der Kommissar sprach Hamann auf seine nächtlichen Rundgänge im Hauptbahnhof an. Fritz Hamann nannte sie seine Puppenjungs. Er sammelte sie am Bahnhof auf, versprach ihnen etwas zu essen und eine Bleibe und nahm sie mit zu sich nach Hause. Dort biss er ihnen nach dem Sex die Kehle durch und zerlegte sie fein säuberlich. All das erzählte ihm der Kommissar, doch Hamann schwieg beharrlich. Der Ausweis, den Hamann den Jungen im Bahnhof zeigte, war ihm von der Polizei ausgestellt worden. Denn Hamann arbeitete auch als Polizeispitzel, das machte ihn bei der Hannoveraner Polizei beliebt und schützte ihn, solange er nicht verhaftet war. Die Polizei versuchte alles, setzte sogar körperliche Gewalt ein, doch Hamann schwieg weiter. Der vehemente Beamte erinnerte Hamann an die Funde in seiner Wohnung. Denn die Polizei hatte bereits seine Wohnung durchsucht und einige Kleidungsstücke der Jungen gefunden, die Hamann in seiner bescheidenen Bleibe schlachtete. Einer der Träger dieser Jacken war Hans Granz, der Lebensgefährte von Fritz Hamann. Ein gut aussehender Lebemann, der sowohl mit Hamann wie auch mit vielen Damen aus dem halbseidenen Milieu verkehrte. In der WG von Hamann und Granz ging es nachts laut und lustig zu. So gab es ein Nachbar zu Protokoll. Granz mochte die Jacken, aber das von Hamann angebotene Fleisch verschmähte er. So verkaufte Hamann einzelne Stücke an die Nachbarn. Das jedenfalls erzählt man sich noch heute. Auch menschliche Schädel und Knochen waren bereits aus dem Flussbett der Leine geborgen worden. Denn anders als die Kleidung und das Fleisch der Jungen, konnte Hamann die Knochen nicht zu Geld machen. Die Funde häuften sich. Doch Hamann schwieg. Der Kommissar hatte sämtliche Indizien benannt. Er hatte sämtliche legalen und illegalen polizeilichen Methoden eingesetzt, um Hamann zum Reden zu bringen. Doch Hamann wollte nicht gestehen. Die Schädel brachten die Polizei allerdings auf eine Idee. Sie stellten mehrere der gefundenen Schädel in Hamanns Haftzelle auf. Hinter die Augenhöhlen wurde rotes Papier geklebt und Kerzen hineingestellt. Die Polizei erzählte Hamann, die Seelen der Toten würden Hamann nicht zur Ruhe kommen lassen, bis dieser seine Verbrechen gestanden habe. Nur wenige Tage später legte Fritz Hamann sein Geständnis ab. Der Prozess erregte internationales Aufsehen und Hamann schien seine Auftritte zu genießen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde Fritz Hamann am 15. April 1925 im Gefängnishof des Landgerichts Hannover mit dem Fallbeil enthauptet. So ereilte Hamanns Kopf dasselbe Schicksal wie die Köpfe seiner Opfer. Er wurde mit einem glatten Schnitt vom Körper abgetrennt. Sein Kopf wurde der Forschung zur Verfügung gestellt und steht heute noch im Anatomischen Institut der Universität Göttingen. Warte, warte nur ein Weilchen. Bald kommt Arman auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht der Hackefleisch aus dir. Mm-hmm.
Mm-hmm.